Ja, hallo, hier ist wieder der Matthias von cyberbock.de. Und wie versprochen habe ich jetzt hier die Black Armor WS110 externe Festplatte von Seagate, die über ESATA bzw. USB 2.0 angeschlossen wird. Ich packe die mal aus. Wollen die auch mal sehen. Mal sehen, ob es denn so ohne weiteres klappt oder ob ich zum Messer greifen muss. Ich nehme mal direkt das Messer. Ja, eh Siegel dran. Die muss ich durchschneiden. Sonst kriege ich das nicht auf. So. Ich habe diese 1 TB Platte vor allen Dingen deswegen, um sie mit der, die hier hinten steht, zu vergleichen. Die Buffalo Drive Station mit USB 3.0. Was ist besser, eSATA oder USB 3.0? Auf der Rückseite wird nochmal beschrieben, wie die Backup-Software funktioniert, die hier auch drauf ist. Ja, okay, nochmal eine Liste, was da alles drin ist und eine Liste mit Anschlüssen. Kleines Bild. Packen wir es mal aus. Wir wollen es ja schließlich auch mal sehen. Ob es denn so aussieht wie auf dem Bild auch. Kommt uns zuerst mal ein wenig Papier entgegen. Eine Beschreibung, Quick Start Guide. Gut, das werden wir wahrscheinlich auch so hinkriegen. Schauen wir mal. Dann eine Garantiebeschreibung. Hier ein Zubehörpäckchen. Speziell verpackt, das kriege ich ja nie wieder so hin, wie es jetzt ist. Oh Mann. So, schauen wir mal, was da drin ist. Wahrscheinlich ein USB-Kabel. Ja, USB 2.0-Kabel. Das Netzteil. Ebenfalls mit internationalen Adaptern, wenn ich das richtig sehe. Da ist ein adaptierbares Netzteil. Aber es ist nur ein Euro-Stecker drin, der in Deutschland gilt. Funktioniert. Dann haben wir hier drunter noch einen Eiernfuß, auf dem man das Ganze wohl hinstellen kann. Soll ja auch ein bisschen schick aussehen. Und sonst noch was hier drin. Da ist noch mehr drin, ja. Liebe Leute von Seagate, das muss ich zurückschicken. Das kann ich, kriege ich ja nie wieder zusammengebaut. Verdammte Tat. Ach so, das sind die beiden, das sind noch Stecker fürs Ausland halt. Okay, soweit nichts Besonderes sozusagen. Wie die Platte aussieht. Ein komischer Zettel drin. Ne, das ist festgeklebt. Okay. So, das da rein. Das da rein. Das ist diesen Wurst, den müssen wir wieder sortieren. Und dann die Platte anschauen. Wie gesagt, eine 1 TB Platte, die ich auch ans Asus Notebook anschließen werde, um da vernünftigen Vergleich hinzukriegen. So soll die wohl eigentlich stehen, aber man kann sie halt auch in den Stand packen hier. Und dann kann sie eben auch so stehen. Ist ja auch ein bisschen schicker. Also ich, vielleicht kann man sie auch so hinstellen. Whatever, wie man es mag. Ne? So, auf der Rückseite die Anschlüsse. Einmal Mini-USB. Dann den eSATA-Anschluss, wofür ich auch schon ein Kabel habe. Das hat mir Cyberport dankenswerterweise mitgeschickt. Ich hätte aber vielleicht auch noch eins gehabt. Ist mir aufgefallen. Dann der Netzanschluss und hier neben nochmal ein Schloss, wo wir uns dann fest vor Dieben sichern können. Ja. Plastikgehäuse. Wie gesagt, die Tests kommen. Das war erstmal nur das Unboxing. 1 TB Festplatte gegen 1 TB Festplatte. Die Anschlüsse vor allen Dingen stehen im Test dann auf dem Prüfstand, nämlich hier der eSATA-Anschluss und da der USB 3.0-Anschluss. Soweit erstmal bis dahin. Danke, der Matthias von Cyberblock.